Hallo ihr Lieben, guten Morgen, Samstagmorgen. Ihr seht, ich sitze hier im Laden. Was heißt morgen? Es ist eigentlich schon Mittag, es ist schon nach eins. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, hier aufzunehmen. Ich mache das heute wieder aus dem Laden raus, weil ich gleich von hier aus mit dem Mann in die Stadt fahre. Ich habe noch einige Besorgungen zu erledigen und habe mir gedacht, bevor es nachher zu spät wird, wer weiß, wann wir zu Hause sind, ne? Am Abend irgendwann dann erst, weil wenn ich hier um 14:45 erst rauskomme, ihr wisst ja selber, ne? Dann bummelt man noch ein bisschen und macht noch dies und jenes und ruckzuck ist die Zeit zu Ende und ihr wartet dann zu Hause auf das Video und kommt nicht und es kommt vielleicht dann, je nachdem, wann ich zu Hause bin, erst um 7, 8 oder 9. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit, jetzt machst du das hier und dann hast du einen ganz entspannten Nachmittag und brauchst dich nicht beeilen. So, ja, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden Kreativ und Style, alles, was sich darin befindet und natürlich auch meine Geschichten, mein geistiges Eigentum. Ja, ne? Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Man ist schon so ein bisschen in diesem Urlaubsmodus. Es dauert zwar noch ein paar Tage, aber man freut sich schon. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass man sich denkt, oh. Jetzt hast du bald Zeit, ganz, ganz viel Zeit für Dinge, die dir Spaß machen. Ja, ihr Lieben, habe ich vorher noch irgendwas? Nö, das Wetter ist bei uns nicht so schön. Also ich habe so dieses, ich mag ja dieses Schwüle nicht, dieses, oh, das ist ja wirklich diese Luftfeuchtigkeit und es ist gefühlt schon wieder, dabei ist es gar nicht so warm draußen, finde ich. Weiß ich nicht, vielleicht 20, 22 Grad, aber trotzdem ist irgendwie die Luft so komisch. Also es ist schon nicht schön. Und wir kriegen nächste Woche wieder ordentlich Temperatur, habe ich gelesen. Naja, wir gehen auf den Urlaub zu und es ist Sommer. Ja, ihr Lieben, fangen wir an mit Ewald und Käthe. Letzte Woche hatte ich euch ja erzählt, also Onkel Willi und Ewald haben einen Ausflug vor. Und alle beide, also vor allen Dingen Ewald, furchtbar aufgeregt. Ne? Er war noch mal kurz auf den Sprung, obwohl der verbote Engel ja gesagt hat, erst in 14 Tagen wieder, konnte er es nicht lassen und ist dann doch noch mal auf einen kurzen Minütchensprung runter zu seiner Käthe, um ihr ganz aufgeregt zu erzählen, dass er mit Onkel Willi einen Ausflug macht in den ersten Himmel. Und Käthe, oh, Ewald, dann musst du mir vom berichten. Ich muss unbedingt wissen, wie sieht es denn aus im ersten Himmel? Stell dir mal vor, ich komme dann später dahin und du bist schon im zweiten oder dritten. Ja, natürlich, sagt Ewald. Klar, mache ich. Ich berichte dir. Aber jetzt muss ich ganz, ganz schnell wieder weg, bevor der Engel Jörg mich findet. Dann habe ich aber, dann streicht er mir nachher den Ausflug. Das geht nicht. Naja, so gesagt, getan, puff, und weg war er wieder. Onkel Willi wartete schon, also mit seiner kleinen, ja, wie so eine kleine Reisetasche, wie nennt sich das? Und wie so ein Rucksack hatte er mit Proviant eingepackt, ne, damit sie auch was Leckeres zu essen haben. Und dann sagt Ewald wieder, aber Onkel Willi, warum denn eine Tasche? Warum denn da alles mit? So, und hast du vergessen, sagte Onkel Willi, dass du das nicht kannst. Ich kann das schon. Aber dann hast du nichts zu essen, denn ich darf dir nicht helfen. Ach ja, sagt Ewald, dann ist ja alles in Ordnung, ist ja alles gut. Und die beiden machen sich auf den Weg zur Pforte vom zweiten Himmel. Ja, dort angekommen, eine Riesenschlange. Ne? Eine Schlange rechts, eine Schlange links. Onkel Willi stellt sich gleich in die linke Schlange. Du, sagt Ewald, wollen wir denn nicht in die rechte? Da sind, glaube ich, fünf, sechs Leute weniger. Nee, das geht ja, das sind ja die Ankömmlinge, sagt Onkel Willi. Da können wir uns ja nicht anstellen. Wir wollen ja jetzt erst den Ausflug in den ersten Himmel antreten. Ja, und dann standen sie so in der Reihe und sind sich so am Erzählen, damit die Zeit so ein bisschen rumgeht, bis sie dann an der Reihe sind und ihre Tickets vorzeigen können für den ersten Himmel. Ja, sie unterhalten sich und sind da und dann plötzlich dreht Ewald sich nochmal um und
dann stutzt er und dann sieht er und dann guckt er nochmal und dann sagt er mit mal, Sabine, bist du das? Kommst du hier in den Gasag einmal? Und so ein tak, 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 ist er dann schon bei der Sabine. Und Sabine, eine ältere Dame aus der Nachbarschaft von Käthe und Ewald, zuckt zusammen und sagt, was ist denn hier überhaupt los? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Also Sabine war schon auf der Erde und als sie gelebt hat, war sie schon ein bisschen durchher. Sie hatte so einen leichten Anflug der Demenz schon und sie war sich da gar nicht drüber im Klaren, dass sie jetzt gestorben war. Und Ewald sagt ja, und dann sagt sie dann so ein Ewald. Was machst du hier? Was machst du denn hier bei mir? Du bist doch schon gestorben. Ja, sagt Ewald, du doch auch. Ach, ich bin noch nicht gestorben, sagt Sabine. Nein, ich bin nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, du bist jetzt im zweiten Himmel an der Anmeldung vorne. Nun stell dich mal dahin und Onkel Willi von hinten, Ewald, kannst du jetzt bitte mal kommen? Wir sind gleich an der Reihe. Wegen dir, da verpassen wir noch den Zug nach unten. Und an Ewald dann vorne die Leute, dann gehen Sie mal an die Seite, gehen Sie mal an die Seite. Hier ist meine Bekannte, die muss als erstes. Und dann sagt die vorne an der Rezeption, Ewald, ganz schnell nach der anderen Seite. Das geht hier ganz nach Vorschrift und du misch dich da nicht ein. Ja, und Ewald dann zu Onkel Willi, ich komme gleich, aber ich kann doch die arme Frau nicht, die ist doch ganz durchher. Da kümmern die sich, die ist gleich, wenn die angemeldet ist, ist die auch nicht mehr durchher, sagt Onkel Willi, dann ist die wieder völlig normal. Du weißt doch, dass wir hier alle jung, gesund und so sind. Ja, und Ewald lässt sich dann auch so ein bisschen, weil er möchte ja unbedingt jetzt in den ersten Himmel. Naja, gut, auf jeden Fall sind sie jetzt also noch zwei, drei Leute vor sich und dann geht es ab. Die Tickets sind abgegeben, die Tür geht hinter den beiden zu und Ewald guckt so nach unten und sagt, das ist ja wie im Bergwerk. Ja, sagt Onkel Willi, komm, steig ein in so einen kleinen Waggon, so ein offenes Ding, wie so eine Lore, ne? Wie so im Bergwerk halt, ne? Und na, Onkel Willi sagt, man kann aber gar nicht sehen, wo man hinfährt. Da sind ja alles Wolken und da ist ja alles so dunkel da unten. Ja, komm, ich bin schon mal da gewesen. Nun komm mal hier, sei mal kein Frosch und setz dich mal hier mit neben mich. Naja, Ewald dann auch eingestiegen und zack, Ewald saß und schon ging die Fahrt los. In einem rasanten Tempo ging es dann in den Untergrund, sag ich mal. Also so richtig tief runter. Ganz viele Wolken sind an ihnen vorbeigezogen und Onkel Ewald denkt, um Gottes Willen, wie lange dauert das denn noch? Na ja, sagt Onkel Willi, so insgesamt so 5, 6 Minuten wirst du wohl. Wieso? Das ist ja, als wenn wir von jetzt bis zum Mond. Ja, das kannst du dir so ungefähr vorstellen. Zum Mond, sagt Onkel Willi, da bist du aber ein bisschen, da musst du aber schon Schallgeschwindigkeit haben, sonst kommst du nicht bis zum Mond von der Erde in 6 Minuten. Naja, und gesagt, getan, und schon waren sie da. Plötzlich war alles hell. Es war alles wie so Kirmes, ein Riesenrad auf der rechten Seite, eine Wasserbahn auf der anderen Seite. Und in der Mitte war es wie bei der Achterbahn. Als Onkel Willi und Ewald ausstiegen, war das plötzlich, als wenn aus der Lore so ein Achterbahnwagen geworden war. Naja, und Ewald war froh, dass er endlich wieder Boden unter den Füßen hatte und stieg dann aus, half Onkel Willi noch ein bisschen. Ja, und dann schlenderten die beiden erstmal los. Von diesem Bahnhof, das war wie so ein kleiner Bahnhof, da sind sie dann losgeschlürt. Also wie gesagt, das war wie eine Kirmes. Also das war alles mit Schießbuden, mit Leckereien und mit allem drum und dran, was man sich so von einer Kirmes vorstellt. Ja, und dann sind die beiden so weitergegangen und dann sagte Onkel Willi so, wir biegen da vorne aber mal links ab, dass wir vom Gelände kommen hier. Hier müssen wir auch später wieder hin, damit wir wieder nach oben kommen. Ja, Ewald hatte sich die ganze Zeit schon überlegt, Mensch, nochmal, wie komme ich denn da wieder hoch?
Und da sagte Onkel Willi, also wir müssen hier nachher wieder hin, um dann wieder nach oben zu kommen. Ja, gesagt, getan. Und dann sind die beiden links abgebogen und plötzlich standen sie auf einem ganz tollen grünen Wiese mit unheimlich viel Blumen im Hintergrund. Schöne Berge, die Wasserfälle, die darunter, die Luft, die war klar. Der Ewald sagt, ich rieche ja, hier sind ja Gerüche, die kenne ich gar nicht. Ja, sagte Onkel Willi, das ist hier wie so das kleine Paradies. Ja, aber bei uns da oben ist das irgendwie so ein bisschen so erdgleich, sagt Ewald. Ja, sagt Onkel Willi, du willst ja auch so weiterleben. Du willst ja in einem Haus wohnen. Du willst ja jetzt hier nicht dein Zelt aufschlagen, oder? Denn hier gibt es keine Häuser. Hier gibt es keine Straßen. Hier gibt es nur das kleine Viertel mit der Kirmes, damit man sich ein bisschen amüsieren kann. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Wir gehen jetzt mal ein Stück über die Wiese und wir gucken mal und wir genießen die klare Luft und wir wandern hier so ein bisschen und wir schauen mal. Ach, und Ewald denkt sich, toll, habe ich mir vom ersten Himmel echt mehr versprochen. Das ist ja langweilig. Ach, sagt Willi, hör doch auf. Jetzt lass uns mal gucken, vielleicht finden wir ja auf dem Weg der Wanderung, vielleicht finden wir ja mal den einen oder anderen Verwandten oder Freund von uns. Das schauen wir mal, der jetzt noch hier ist. Und ja, und so gehen sie weiter. Und Onkel Willi zeigt dem Ewald dann, guck mal, da oben im Felsen, da sind ja so lauter Löcher, sagt Ewald. Ja, da wohnen Menschen drin. Wie, da wohnen Menschen? Ja, die nicht mehr in Häusern wohnen wollen. Also, da sind halt die Naturburschen, sagen wir es mal so, sagte Onkel Willi und grinst so ein bisschen. Ja, da sind halt dann so diese Naturmenschen, die leben lieber in Höhlen. Und guck mal da auf dem Baum, schau mal, was schönes Zelt da oben. Und was meinst du, wie gemütlich das ist? Und wie schön, ach, kann ich mir das mal angucken? Ja, sicher, sagt Onkel Willi, lass uns mal hier den Schotterweg nach oben gehen, bis zur ersten Höhle. Da klopfen wir mal an und fragen mal, ob wir reinkommen dürfen. Ja, gesagt und getan. Und dann irgendwann dann nach dem Aufstieg, also dem Ewald ziemlich, also Onkel Willi ist ja noch in diesem Modus, er kann ja alles, er könnte ja jetzt auch so machen und dann wäre er da oben, aber er nimmt ja Rücksicht auf Ewald, weil der das nicht kann. Und Ewald ist also nach einer Zeit auch richtig außer Puste. Naja, auf jeden Fall sind sie schon bemerkt worden, also von den Bewohnern der ersten Höhle. Einer jungen Frau und einem jungen Mann, die dann schon vor der Höhle saßen in der Sonne und rauchten eine Zigarette und hatten ihren Saft vor sich stehen. Und ja, grüß Gott, sagt Onkel Willi. Wir sind aus dem zweiten Himmel, wir machen einen Ausflug und wir haben uns gedacht, da mein Neffe, der Ewald, neu im Himmel ist und der hat ja noch gar nicht gesehen, wie Sie hier so leben. Wären Sie denn bereit, uns mal zu zeigen, wie Sie so leben? Aber selbstverständlich, sagt die junge Frau, ich bin Miriam. Ja, Ewald stellte sich dann vor und auch der Onkel Willi stellte sich vor. Und der Mann, also sie war jetzt die Miriam, und der Mann stellte sich als Rudolf vor. Und naja, und dann gingen die vier dann nacheinander in die Höhle. Ja, was Ewald da gesehen hat, was war das toll? Überall lagen tolle Bärenfelle. Es waren also in Stein gemeißelte Betten. Es war also alles in die Höhle eingelassene Regale. Also, das sieht ja toll aus hier. Ja, und es gab aber auch eine Heizung und es gab fließend Wasser und ein tolles Badezimmer. Und er sagt, das ist ja wie im Märchen hier. Das ist ja richtig schön. Ja, wir fühlen uns auch wohl, hatte sie gesagt. Wir möchten nicht in die Zivilisation des zweiten Himmels ziehen. Das hat uns nie gereizt. Wir sind lieber hier in der Natur, wenn wir hier vorne auf unserem Felsenvorsprung sitzen, auf unseren schicken, also tolle Gartenmöbel hatten so und alles.
Dann gucken wir in die Natur und schauen uns die Blumen, die Bäume und die Tiere an, die wir jetzt hier alle haben. Und und Ewald dreht sich so um und guckt dann aus dem Eingang der Höhle wieder nach draußen und sieht Rehe, Hirsche, Häschen, alles Mögliche, dicken, großen Löwen, einen Elefant, also alles, was man sich so in der Tierwelt sieht. Sieht er dann so am Horizont oder auch gleich ganz kleine Mäuschen laufen da auf dem Vorsprung rum und ganz große Vögel, Adler und also es war alles Mögliche an Tierwelt da und in der Ferne hörte man die Wasserfälle rauschen und so noch, ach, und Ewald war so richtig. Ach, ist das schön hier. Also ich könnte mir auch vorstellen. Nix da, sagte Onkel Willi, da, wir werden wieder nach oben gehen. Was denkst du denn, was deine Käthe dazu sagt, wenn die hier in der Einöde leben soll? Du weißt doch, wie sie ist. Sie geht doch auch gerne shoppen und dann ihre Wolle kaufen. Denn wenn du erst einmal im ersten Himmel bist, das dauert lange, bis du dich dann bewährt hast und dann in den zweiten Himmel darfst. Also du kannst dir das ja vorher aussuchen mit dem ersten Himmel, aber das geht nicht, hatte Onkel Willi gesagt. Das machen wir nicht mit. Denk immer schön an deine Käthe. Na, die beiden verabschiedeten sich von den beiden, Miriam und Rudolf, winkten noch hinterher. Und so setzten sie ihre Wanderung fort. In einem ganz großen Mammutbaum war ein riesiges Baumhaus gebaut und auch dort saßen Menschen ringsrum eine tolle Veranda. Die Blumen, also richtige, so als wenn man im Dschungel ist, solche Orchideen und Pflanzen und alles war um dieses Baumhaus herum gewachsen und es sah richtig toll aus und Onkel Ewald, ja klar, ich, ne? Und Ewald dann, oh, da möchte ich auch mal reinkommen. Nix da, sagte Onkel Willi, jetzt ist Schluss. Wir können jetzt nicht bei jedem in eine Wohnung gucken. Ach, und Ewald war ganz hin und weg. Er sagte immer, das muss ich meiner Käthe erzählen, das muss ich ihr erzählen. Vielleicht möchte sie auch so ein Baumhaus haben. Ja, sagt Onkel Willi, das ist ja auch alles schön, eine schöne Höhle, ein schönes Baumhaus, aber hier ist nichts. Noch einmal, hier ist sonst nichts. Und warte mal ab, es dauert nicht lange, wir gehen jetzt hier noch einmal den Weg entlang. Guck, siehst du da hinten hinter dem kleinen Hügel, da geht es rechts ab. Und dann sind wir auf der anderen Seite des Himmels, des ersten Himmels. Ja, und ist da mehr los, ja, sagt Onkel Willi, da ist mehr los, da willst du nicht hin. Und wir werden auch vorher wieder kehrtum machen. Ach, was sagt Ewald? Jetzt lass uns mal losgehen. Ja, die beiden Stiefel los und Ewald, die Blumen riechen, dann das Wasser plätschert und die Vogelstimmen, die ganzen Tiere und wie lieb sie alle sind. Die haben keine Scheu, kein gar nichts. Die kommen an und Ewald ist nur noch am Streicheln und am Drücken und am Schmusen mit den Viechern. Naja, auf jeden Fall, irgendwann kommen sie dann halt jetzt an diese Abzweigung und müssten jetzt rechts, um auf die andere Seite des ersten Himmels zu kommen. Und Ewald sagt zu Willi, was ist das denn? Das ist ja ganz dunkel da. Was ist denn das für ein Tor? Es war so ein altes Holztor, so ein riesiges, also als wenn du so ein Pferdegatter hast oder so ein Kuhgatter. Ja, so sah das aus. Aber dahinter war alles so wabberige Luft und so komischer Nebel und alles ganz dunkel. Also man konnte von dunkelgrau bis ins Schwarz und so. Da sagte sie, was ist das? Ja, das ist der andere Teil dieses ersten Himmels. Da sind dann da wohnen die Dämonen und die Gefallenen. Also da sind dann auch noch die Menschen, die halt nicht in den Himmel gekommen sind, aber auch noch nicht zum Teufelchen runter gekommen sind, sondern so dazwischen sind. Dazwischen sind, sagt Ewald, was das denn? Das ist aber blöd. Die können ja gar nicht gucken, doch, die sehen genug. Aber hörst du denn diese Stimmen, diese vielen Stimmen, sagt Ewald, oh nee, das gruselt mich. Das möchte ich nicht. Ich glaube, ich gehe wieder weiter. Und dann wieder, ja, da stockte er dann noch mal so ein bisschen.
Ja, und die Neugier, ach, die war dann doch ein bisschen mehr. Da ist er dann doch noch zwei, drei Schritte weitergegangen und noch ein Schritt und noch ein Schritt. Und jetzt war er direkt am Gatter angekommen und noch ein Schritt. Und jetzt wollte er gerade so drüber gucken. Da reißt ihn der Willi wieder zurück und sagt: Bist du denn irre geworden? Du kannst doch nicht übers Gatter gucken. Stell dir mal vor, da ist jetzt gerade einer von diesen Dämonen. Der zieht dich doch übers Gatter. Dann komm, sehe ich dich nachher nie wieder. Und dann bist du, hast du aber die, ne, am Dampfen. Das geht doch nicht. Aber ich wollte doch mal gucken, ob ich einen kenne. Ja, bist du irre? Du kannst da doch gar nichts sehen. Ist doch alles grau und schwarz. Jetzt komm wieder mit. Wir gehen wieder zurück. Wir müssen jetzt so langsam auch zusehen. Wir brauchen ja noch eine Zeit, bis wir wieder an der Kirmes sind, um wieder in den Zug zu steigen. Und Ewald ist ganz nachdenklich und sagt dann immer: Ja, aber was machen denn diese Menschen in dieser Zwischenwelt? Spuken, sagt Onkel Willi. Wie spuken? Ja, so ein bisschen so wie du bei Käthe, aber doch ein bisschen anders. Die kann man nicht sehen, aber die spuken dann halt so rum, so in alten Schlössern, also so richtig so wie Klischee. Oder auf alten Friedhöfen und ja, überall, das ist deren Aufgabe, die Leute, die Menschheit zu erschrecken. Das ist nicht schön, sagt Ewald, das ist ja gemein. Da kann ich ja froh sein, als ich noch gelebt habe, dass mich keiner bespukt hat. Onkel Willi schüttelt nur mit dem Kopf und sagt: Ja, Ewald, alles klar. Aber jetzt weißt du, wie schön der erste Himmel ist und wie unschön auf der anderen Seite des ersten Himmels. Da will keiner hin. Da kommen wir aber auch nicht hin, sagte Onkel Willi, weil wir sind ja schon gestorben und gleich in den zweiten Himmel gekommen. Ja gut, die beiden machen sich wieder auf den Patt. Zwischendurch machen sie ein bisschen Rast und essen und trinken und unterhalten sich auch noch mit dem einen oder anderen Bewohner des hellen Bereiches des Himmels, den sie so unterwegs treffen. Und alle sind glücklich, alle sind zufrieden. Sie haben alles, was sie brauchen. Und ja, irgendwann sind sie dann wieder bei der Kirmes angelangt. Ewald ist auch ein bisschen erschöpft, Onkel Willi auch. Also die Eindrücke waren schon nicht schlecht. Also Onkel Ewald hat gesagt, gleich haue ich mir auf den Mund. Ewald meint, das reicht jetzt auch. Und Onkel Willi flüstert dann noch ganz leise: Ewald, weißt du was? Wir können auch mal gucken, ob wir noch mal ein Ticket kriegen, dass wir in den dritten oder vierten Himmel. Da muss ich aber meine springen lassen. Irgendwie muss ich mal meine Bekannten fragen. Also muss ich Beziehungen spielen lassen. Da weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Aber ich werde mich bemühen. Vielleicht, na, sagen wir mal in 5, 6 Wochen, vielleicht kriege ich das hin. Sagt Ewald, das wird mir Spaß machen. Also wirklich, das wird mir Spaß machen, das zu sehen, wie es denn da oben weitergeht. Ja, sagt Onkel Willi und steigt dann schon mal in den Zug, ne? In dieses Gefährt von der Achterbahn, was der Zug zu sagen. Ja, und sobald Ewald sitzt, da rauscht dieses Ding sofort los und es geht wieder 5, 6 Minuten, aber diesmal nicht nach unten, sondern steil bergauf. Ewald, der liegt in seinem Sitz schon und denkt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, hoffentlich geht das alles gut. Und Onkel Willi dann immer: Oh mein Gott, du bist schon tot. Was soll dir denn passieren? Und selbst wenn du aus dem Ding rausfällst, dann fällst du unten auf eine Wiese. Das ist auch nicht so schlecht. Nur wie ich dich dann wiederfinde. Also halt dich bitte fest. Naja, gesagt, getan. Und schon bremste dieses Ding. Und sie waren im ersten Himmel, im zweiten Himmel wieder angekommen. Ja, sie stiegen aus, die Tür ging auf und von der Rezeption fragte: Na, ihr beiden, wie war's denn? Hat's euch gefallen? Oh, Ewald, ja, das war schon, ja, ist schon interessant da unten, ne? Ich weiß, sagt sie, weil ich bediene ja nicht nur hier an der Rezeption, sondern in allen 7 Himmeln bin ich beschäftigt. Och, sagt Ewald, wir müssen mal eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Das wird mich doch mal interessieren.
Ja, sagt sie von können wir machen. Onkel Willi zieht den Ewald mit und sagt, so, jetzt ist Schluss, wir gehen jetzt nach Hause. Mal gucken, ob der Strafeengel wieder was für dich liegen gelassen hat, irgendeinen Zettel, das, was du noch so erledigen musst für heute. Heute erledige ich gar nichts mehr, sagt Ewald. Der kann mich mal, ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs, mir tun die Füße weh. Und weißt du was? Und wenn der Bestrafeengel nicht in der Nähe ist, dann hau ich ab und geh nach Käthe. Das tust du nicht, sagt Onkel Willi. Denk da dran, der bestrafe Engel kann dich auch mal so für einen Monat da unten runterschicken. Und zwar ganz nach unten, zum Teufelchen. Naja, wie wird das denn wohl schon sein? Na, sagt Willi, oh, für einen Monat, das halte ich aus. Ne? Ja, sagt Onkel Willi, ich war da ja jetzt noch nicht, Gott sei Dank, aber ich stelle mir das nicht so schön vor. Ach, komm, geh weg, sagt Ewald. Lass mich doch damit zufrieden. Ich mach, was ich will. Sprach, ging in sein Haus. Ja, Onkel Willi dann so hinterher. Und tatsächlich, auf dem Tisch lag ein Zettel, wo drauf steht, stand bei der alten Frau Kruse muss die Gäste die Gästezimmer müssen tapeziert werden. Das erledigst du. Was hat er denn gesagt? Jetzt soll ich bei der alten Kruse auch noch die Tapeten abreißen und kleben? Hab ich gar keinen Bock drauf. Onkel Willi sagt, Ewald, denk daran, es dauert ja gar nicht mehr lange deine Strafe. Nicht, dass du noch mal was drauf gebrummt kriegst oder ganz nach unten zum Teufelchen musst. Ach, was, sagt Ewald. Macht so und weg ist er. Onkel Willi geht an den Kühlschrank, holt sich ein Bierchen, setzt sich an den Küchentisch und denkt, was mache ich nur mit dem Jungen? Was sollen wir bloß machen? Jetzt ist er wieder nach Käthe, um ihr bestimmt zu erzählen, wie sein Tag war. Und jetzt sinniert er noch so ein bisschen hin, schüttet sich sein Bier ein, guckt zur Seite und der bestrafe Engel sitzt da. Und er, ach, hallo Jörg, na, wie geht's dir? Auch einen schönen Tag gehabt? Ja, sagt Jörg, hatte ich. Wo ist denn unser Ewald? Och, sagt Onkel Willi, ist er gar nicht hier? Ja, jetzt gerade war er doch noch da. Der ist bestimmt im Bad. Der war ja so durchgeschwitzt. Der wird wahrscheinlich sich erst mal duschen und wird sich dann umziehen. Der wird schon gleich kommen. Und innerlich denkt er immer, Ewald, hoffentlich hast du bald fertig geredet bei Käthe und bist wieder hier. Aber der bestrafe Engel weiß ja auch alles, ne? So, duschen, sagt der Jörg. Duschen ist er. Und sich neue Sachen anziehen ist er. Er ist nicht zufällig bei seiner lebenden Ehefrau. Oh, nicht, dass ich wüsste. Das hätte ich doch bemerkt. Als wir vorhin nach Hause kamen, da ist er dann ins Bad verschwunden. So, sagt der strafe Engel. Und setzt sich dann so hin und sagt, hast du für mich auch ein Bierchen? Du hast doch bestimmt noch was zu tun. Es ist doch noch früh am Tage. Du hast doch noch gar keinen Feierabend und du trinkst doch gar nicht, während du am Arbeiten bist. Doch, ich habe Feierabend. Guck mal auf die Uhr, sagte der bestrafe Engel. Hast du jetzt ein Bier für mich? Ja, sagt Onkel Willi. Steht dann so etwas zögerlich und langsam, steht er auf, geht an den Kühlschrank, holt das Bier. Ja, und dann erzähl mir doch, was habt ihr denn so gemacht im ersten Himmel? Wie war denn der Tag? Was habt ihr unternommen? Wen habt ihr getroffen? Oh, und Onkel Willi denkt immer, oh, jetzt sitze ich hier, ne? Was mache ich? Aber, und der Jörg innerlich, ne, er wusste ja, wo Ewald war, schmunzelte immer nur, wie Onkel Willi sich am Winden war. Naja, auf jeden Fall, dauerte es gar nicht lang und mitten in der Küche, nicht in anderen Dings, macht es Puff und Ewald steht da. Ach nee, sagt der bestrafte Engel Jörg. Wo kommen wir her? Von der lebenden Ehefrau? Ja, sagt er, du brauchst gar nicht und versuchen dir was auszudenken. Ich weiß, dass du da gewesen bist. So, das ist ja jetzt das dritte Mal, ne? Das ist das dritte Mal, dass du einfach gegangen bist, obwohl du weißt, dass du es nicht
darfst. Ja, aber ich muss mich doch um meine Käthe kümmern. Nein, das brauchst du nicht. Deine Käthe ist eine taffe Frau. Die kommt ganz gut alleine klar. Das weiß ich. Hin und wieder besuche ich sie nämlich auch, um mal zu gucken. Und die kommt ganz alleine ohne dich klar. Du bist nur derjenige, der immer wieder was tratschen will. Und das ist das, was Käthe auch gerne möchte, dass du kommst und hier über unsere Begebenheiten tratscht. Und das ist nicht richtig. Deswegen hast du deine Bestrafung und jetzt ist Schluss. Die Obrigkeit hat beschlossen, 4 Wochen Teufelchen. Was, sagt Ewald? Muss ich einen Koffer? Du brauchst keinen Koffer packen, machte der bestrafte Engel und Ewald war weg. Und Onkel Willi, und ich hab's ihm gesagt und jetzt ist er beim Teufelchen. Was machen wir denn jetzt? Ach, sagt Ewald, lass den Mann, lass den Mann. Die Bestrafung, das geschieht ihm schon recht. Es dauert, also wie gesagt, so macht der bestrafte Engel und Ewald steht mitten in einer Benzinpfütze. Und neben ihm steht so ein kleiner, ein kleines Kerlchen, ne, mit dem Feuerzeug in der Hand und sagt: Gleich steck ich dich an, gleich steck ich dich. Augenblick bitte. Tja, da noch einer gekommen, ne? So, wo war ich stehen geblieben? Es ist nicht mehr viel, aber, ach so, ja, es hatte ja so gemacht und Onkel, und Ewald steht in so einer Benzinpfütze. Und so ein kleines, ne, steht da, so ein kleiner Junge. 6 Jahre oder was? 7? Älter ist er noch nicht. Kleine Hörnchen, ne? Und hat ein Feuerzeug in der Hand. Und sagt: Gleich brennst du, gleich brennst du. Und Ewald, sag mal, ich trete dich doch gleich. Puh, gib das Feuerzeug her. Der kleine Junge, nö. Bringt das Feuerzeug und schmeißt das, steckt das Benzin in Brand. Und Ewald ist am Tritteln und springt aus dieser Pfütze. Der Junge hält sich den Bauch vor Lachen. Und überall sieht er, wie Menschen gequält werden. Der eine kriegt immer mit dem Hammer, der sitzt in so einer Kiste und hat so einen Deckel, so einen Topf drauf auf seinen Kopf dann haut immer einer mit einem Hammer da drauf. Der andere wird immer gepiekst mit irgendwelchen Nadeln. Und Ewald, oh, 4 Wochen, wie soll ich das hier 4 Wochen aushalten? Das geht gar nicht. Und er bereut das in dem Moment schon. Und von etwas weiter weg kommt ein ganz hübscher Mann, also ganz schwarze Haare, tolle Augen, rank und schlank und groß und also wirklich, und 2 hübsche Frauen im Arm, so junge Dinger, und eine blond, eine schwarzhaarig. Und er tut immer: Oh, Ewald, dann, das könnte mir ja auch gefallen. Die beiden, also diese 3 Menschen, diese 3 schönen Menschen, schlendern so die Straße in Richtung Ewald. Und der Mann bleibt stehen und sagt: Guten Tag, Ewald. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Satan. Und du bist für 4 Wochen jetzt bei mir zu Besuch. Ja, das war jetzt erstmal heute. Käthe kam fast gar nicht. Einmal, zweimal, aber mit Käthe haben wir überhaupt nicht gesprochen. Aber das war erstmal die nächste Geschichte von Ewald und Käthe. Und wie es Ewald 4 Wochen in der Hölle bei Herrn Satan und seiner Familie ergeht, das erzähle ich euch nach dem Urlaub. Ich weiß, es ist fies, aber es geht erst nach dem Urlaub weiter. Wir sehen uns am Dienstag und machen noch einen schönen Strickpodcast mit ein bisschen Wolle, die ich jetzt schon bekommen habe. Ja, und ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich werde jetzt hier meine ganzen Sachen ordnen, die ich noch machen muss, und schließe hier schön ab und werde mein Wochenende genießen. Und ich hoffe, ihr könnt das auch. Ich hoffe, die Sonne scheint, die Temperaturen sind erträglich, ihr habt viel Strickzeit und wir sehen uns am Dienstag. Bleibt alle gesund und munter, habt viel Freude in den Tagen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.